Jo, hi zurück zum Banisher Hass. Wir wollen ja hier nochmal schön die Köchin ausfindig machen. Lass mal gucken, wo die sein kann. Irgendwo hier hinten muss sie ja sein. Lass mal ihre Hütte untersuchen. So, ihre krasse Kräuterputze. Da haben wir letztes Mal schon reingeschaut, aber vielleicht noch nicht alles gefunden. I don't know. Also auch hier war das nicht das mit den hier, drei Eichen. Das hatten wir schon klar gemacht, das war logisch, aber... Ah ja, da hinten durch. Das haben wir auch klar gemacht. Okay, dann lass mal hinten durchgehen, weil wir waren da irgendwann schon mal durchgegangen. Einfach nur aus Neugierde. Aber haben natürlich nicht gewusst, dass da ein geheimer Geheimgang ist. Huch. Ach komm. So, drei Eichen finden. Ich glaube, wir waren ja schon mal so ein bisschen hier lang gelaufen, haben aber gesagt, nee, der Weg ist uns jetzt halt zu krass hier, weil das direkt auf die Map schaut, halt dann schon irgendwo weitergeht. Na, also eher hier die Richtung rein in den Nebel. Let's go. Oh, mit Höhle. Hier kurz runterlaufen. Ja, genau. Okay. Ich meine, dass wir schon mal hier diese Abkürzung genommen hatten. Das war schon klar. Aber wir wollen jetzt hier rein, ne? Uiuiui. Na gut. Let's go. Wird schon gehen. Moin. Flüsternde Bäume, okay. So, jetzt steht da eine Hütte. Das könnte die Hütte sein, die hier so abgelegen war auf der Map. Diese komischen, wie sagt man? Ah. Okay, auf dieser Schatzkarte, sag ich jetzt mal. Okay, von da sind wir gekommen. Da ist eine Hütte. Und hier ist aber noch anderer Shit. Gut, da hinten ist die Hütte voll. Mal eben gucken, was hier so geht. Ah, man kann sich runterlassen, aber kommt natürlich nicht rauf. Okay, das heißt hier ein bisschen durchfighten, oder? Der Schemel sucht nach einem Körper. Das waren sie schon, okay. So, dahin geht's rauf. Dann gehen wir doch da mal rauf, oder? Da geht's auch noch rauf. Na komm. Das hier ist so eine Falle wieder. Braucht die Knarre. Da hängt auch was, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass man es wegschießen kann. Anders kann es ja nicht sein. So, da drüben kann man das runterlassen. Lass uns nochmal probieren, da hinzukommen. Es kann ja nur dann da hinten lang sein, oder? Quasi hier runter.
Fährtenlese. Ja, zeig mal an. Holzfigur. Der gute alte Fährtenleser. So, man sei runterlassen, oder? Okay, dann können wir da runter. So, mal die Hütte anschauen. In die Klamotten hängen. Könnte ja jemand da sein. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Okay, gehen wir wieder rauf, ne? Weil runter bringt ja erstmal nichts. Na komm. Plötzlich so belebt. 10 Gesundheitspunkte, Gefühl, wow. Eher angenehm. An dem Altar haftete Essenz. Aber jetzt ist sie weg. Ich fühle mich ausgeruht. Entspannt. Geistig und körperlich. Ja. Ist schon mal nicht schlecht. So, heißt das grundsätzlich 10 Gesundheitspunkte mit dazu neu gekriegt, oder was? Das war natürlich gut. Also dauerhaft, meine ich. Okay. Okay, also da war, wenn wir unten bleiben. Etwas ist hier. Im Verborgenen. So, das hat uns außer jetzt Loot, sagen wir mal, nichts gebracht und wir brauchen einen Schlüssel. Das wissen wir. So, hier lang. Aber hier konnte man nicht mehr abbiegen, ne, oder? Wir müssen hier jetzt nochmal ganz groß lang laufen. Okay. Lass mal gucken, kommt einer, oder? Ja. Ja.
Das ist jetzt komplett unten am Wasser, ne? Kurz. Ja, das ist da schon alles, okay. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Etwas ist in der Nähe. Ja, ich sehe es nur nicht. Lass mal ein bisschen suchen. Noch ein Fährtenleser. Zweimal Fährtenleser, okay. Interessant, so jetzt die Frage. Hier runter. Jetzt im Kreis gelaufen, ne? Weil hinten geht sie rauf, das so. So, wir sind wirklich im Kreis gelaufen. Und nochmal zurück. Ups, so, da oben ist irgendwie so ein grünes Zeug. Können wir irgendwie springen oder was von da drüben oder so? Ich weiß nicht. Gehen wir erstmal hier runter, oder? Ist das die andere Seite von der... Nee. Interessant. Da kommen wir auch noch nicht rauf. Okay. So spannend, nix. Kommt man nur zwangsläufig vorbei, ne? Wenn man da rauf will. Okay, aber vielleicht müssen wir einmal rum. Nee, auch nicht. Ah, ich dachte. Okay, da drüben ist wieder die Hütte. Oder ist eine andere Hütte? Ne, es ist schon die Hütte von eben. Wir können da jetzt rauf. Okay, und hier geht's auch noch irgendwie lang. Ah, wir können hier rüber. Okay, es bringt uns alles nichts, ne? Mal eben kurz gucken auf die Map, dass wir wissen, wo wir hin wollen. Eigentlich wollen wir da hinten lang. So, wo ist die Hütte? Liegt eigentlich hinter uns irgendwo hier, ne? Das da wahrscheinlich. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Weiß nicht, weil eigentlich waren wir da ja. In der Siedlung. Kann natürlich nochmal hinlaufen, aber... nicht, was das bringt.
wir irgendwas übersehen hier an der Hütte? Oh ja, haben wir. Hier pulsiert etwas. Lass mich etwas versuchen. Okay. Das hatte ich nicht erwartet. Wird dieses Haus vom Zahlenteufel heimgesucht? Jemand hat die Wände geschrubbt. Mrs. Hague muss die Zahlen gesehen haben. 1919, 25, 17. Ja, und die haben mir überhaupt nicht gefallen. Für eine Köchin ist diese Prudence Hague eine ausgezeichnete Briefeschreiberin. Den Rest haben wir schon gesehen, oder? Sie ist einfallsreich. Das macht die Sache interessant. Suchen wir diese Eichen. Mhm. Und unsere heimgesuchte, belesene Köchin. Ein Geheimweg in den Wald. So kann sie also durch die Tore schlüpfen. Okay, drei Eichen irgendwo hier. Also, eine Eiche. Hörst du eine Französin? Oui. Ja, und sie ist ganz schön resolut. Tja, sie ist Französin. Zimmerpriestfrucht, kommt nicht näher! Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Red McRae, zu euren Diensten. Der Verbanner, der überlebte. Auch wenn das nur wenig half. Seid ihr Prudence Hague? Was wollt ihr? Sie ist misstrauisch. Warum nur? Mit wem habt ihr gerade geredet? Was meint ihr? Gerade eben. Ihr habt laut geredet. Auf Französisch. So ein Blödsinn. Verstellt euch nicht. Ich erkenne Französisch, wenn ich es höre. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich stamme aus Kent und bin über Wales ausgewandert. Sie wird es nicht zugeben, aber Prudence Hague ist insgeheim Französin. Was macht ihr hier draußen im Wald? Ich mal gar nichts an. Ich habe eine Verabredung mit der Königin von Spanien. Was denkt ihr denn, was ich hier mache? Ihr habt das Lager gesehen. Wir sind am Verhungern. Ein Tag ohne Brot ist lang. Aber aus Eicheln lässt sich auch Mehl gewinnen. Ich will ganz offen sein, Mrs. Hague. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nie erwähnt, dass ich Prudence Hague bin. Sie ist stur. Das gefällt mir. Ich habe die Schrift an euren Wänden gesehen. Ihr werdet heimgesucht, nicht wahr? Es stimmt schon. Seltsame Besucher hatte ich öfters. Euch beispielsweise. Betretet ja nicht mein Haus. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wie gesagt, haltet euch fern. Sie leugnet, was mit ihr passiert. Wir werden Beweise brauchen. Noch mehr Zahlen. Die sehen neu aus. Hm.
Ne, 25, was haben wir da? 19, 19, 17. Ist genau das gleiche. Sieht nicht neu aus. Also sind vielleicht neu hier hingeschrieben, aber auf keinen Fall neu. Mrs. Hake kam mir verdächtig vor. Sie war dir gegenüber ebenso misstrauisch wie du ihr gegenüber. Was macht eine Französin in Kriegszeiten hier in Neuengland? Die Tatsache verbergen, dass sie und noch mehr zahlen. Folgen wir der Spur. Gottlose! Ungläubige! Hm. Es mag nicht, dass wir herumschnüffeln. Oh, okay. Krasser Code. Das ist ein Geheimtext. Hat Prudence Hake verschlüsselte Botschaften geschickt? Sie meldet die Vernichtung von Essensrationen, die auf dem Seeweg in Yuiden ankommen. Das erklärt die verbrannten Docks bei unserer Ankunft. Und was jetzt? Noch mehr Spuren. Such weiter. Das sind keine Drohungen. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Imarada Sentus. Okay, dann wollen wir die mal materialisieren. Ich dachte, es geht vielleicht darum, mal zu sehen, meine was passiert Stimme ist. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Sie kriegen Verstärkung! Wir sind von einem Schild umgeben. Ich hab hier was für dich. Ich bin bereit. Was ist hier? Im Verborgenen. Macht erhöht plus 1, okay. So, dann lass mal gucken, hier war irgendwie noch einer oder irgendwie. Ja, was sagen? Nur einer. Achtung! Ein Film! Gar nicht mal so schwach. Du Bastard! So, jetzt erzähl mal hier. Was ist denn hier noch? Na komm. Weitere Botschaften. An diesem Ort haftet eine starke Erinnerung. Was ist das? Thomas? Ist das ein Siegel oder was ist das?
dass ich dich immer lieben werde. Ja? Ja, ein Siegelring, okay. Hugenottwappen. Je näher du kommst, desto gefährlicher wird es. Thomas hat ihr Hugenottensiegel gefunden. Ich bezweifle, dass er wusste, dass sie eine französische Protestantin war. Vielleicht beschützt er sie. Auf englischem Boden sind die Franzosen nicht gerade willkommen. Dies ist nicht englisches Land. Erzähl das den Engländern oder unserem Geist, wenn wir ihn finden. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Und wo? Ich spüre gar nichts. So, das ist jetzt zugefallen. Da kommen wir noch nicht rauf. Also hier nochmal rum und dann darauf, oder? Red, dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur spüren? Es ist selbst für mich nicht sichtbar. Aber ich kann den finsteren Willen hören. Wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein. Nicht runter, aber Seil runter machen, oder? Ja. Oh, er rennt sich da fest, der arme Kerl. So, lass mal gucken. Wie reingehen oder irgendwie. Wann kriegt man das kaputt? Irgendwann, ne? So, und jetzt haben wir hier noch, da war noch so eine geile Höhle, aber die kriegt man wahrscheinlich erst, wenn das da kaputt gekriegt hat. Ja, weil daran kommt man irgendwie nicht, oder? Okay. Gut, dahin können wir noch weiterlaufen, hier. Na, wen haben wir denn da? Mal eben kurz gucken, hier sind noch Spuren irgendwie, oder? Ne, doch nicht. Moin, Meister. Okay. Noch einer.
Muss irgendwie super früh blocken, ne, damit das passt. Auch ein Püppchen, mhm. Noch ein Fährtenleser, okay. Ist dann Nummer 3, oder? Es sind Warnungen oder Hilferufe. Also der Geist war da oben, aber wir kommen da nicht weiter, ne? Aber die Richtung ist ja schon mal richtig, wenn er da ist. So ein Ding zu. Mhm. So, wo ist der Vogel hin? Alter! Mist. Junge! Puh! Okay, jetzt können wir hier ein Seil runterlassen. Das ist die Fährte, die unten angezeigt wird, glaube ich, oder? Mhm. Lager finde ich gut, weil dann machen wir hier ein Päuschen, bis wir ihn dann mal wiederfinden. Ne? Der wird auf der anderen Seite sein. Oder? Ist das ein Lager hier wirklich? Also immer so eine Markierung mit roter Fahne. Wenn du mal durchatmen willst, bietet sich dieser Ort hier an. Oh. Okay, machen wir hier ein Feuerchen. Machen eine Pause und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit Geist aufspüren auf der anderen Seite des Flusses wahrscheinlich. Mal gucken, bin gespannt. Also, mehr gibt's dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.